Vielleicht findet er jetzt noch irgendwas. Ich wüsste gern, wer der Killer ist. Finden wir das überhaupt noch? Kriegen wir das gesagt irgendwie oder erfahren wir es nie? Was, warum, warum machen wir, was ist das? Warum, wie, was? Ich vernichte nur Beweise oder was, sag mal. Warum, wie, was? Warum lebt sie? Ich verstehe gar nichts mehr. Warum lebt sie? Warum vernichten wir Beweise? Warum? Ich meine, dieses Spiel hat noch nie was Sinn ergeben, aber. Was sehe ich? Was? Warum? Hä? Warum hat, okay, er hat ihn, was? Ich habe den Namen nicht gehört in der Zwischensequenz, in der Szene mit dem, hat der Scott gesagt, ist er der Origami-Killer, das ergibt absolut, ach, warum sollte er der Origami-Killer sein? Weil er der Sohn ist oder was? Warum sollte er dann überhaupt ermitteln? Warum? Was ist? Hä? Unzufriedener, schlauer Dad. Ja, es ist. Wir haben schon ein Achievement dafür gekriegt, dass dieses schlaues Mädchen als die Frau gestorben ist. Klugheit wird hier tierisch bestraft. Jetzt kommen wir hier noch an der Adresse an. Okay, es ist nicht das Hotel. Immerhin. Es wäre zu blöd, um wahr zu sein. Schon, dein Papa ist ein Zombie. Einfach dieses. Ich verstehe nicht. Kriegt er am lieber neben uns Ruth? Ja.
Ist Gott der Vater oder? Wer ist der? Was für eine Rolle spielt der Detektiv hier? Warum? Sean! Mein Gott, Sean, antworte! Atme! Du musst atmen! Bei einem Quicktime-Events? Um das Leben des Sohns zu retten? Ich hasse dieses Spiel. Lass jetzt nicht den Sohn wegen Quicktime-Events sterben. Dummes Spiel. Nicht dein Ernst. Ja. Du bist nicht tot. Dad. Ich hab gewusst, dass du mich rettest. Aber er ist jetzt tot. Schaff's nicht mehr, den Sohn in Sicherheit zu bringen. Sean, hör zu. Die Serienkiller geht jetzt zu und. Was mir jemals passiert ist. Und überträgt zu, was auch kommen mag. Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt. Ich bin nicht tot. Das Gift sollte jetzt wirken. Und ich lebe. Und wenn er jetzt stirbt, das ist schon. Mein Vater hat keinen Finger gerührt, um seinen Sohn zu retten. Warum? Sie kennen mich nicht, Ethan. Aber ich kenne ihn. Aber warum? Aber ich kenne sie. Warum hat er überhaupt ermittelt? Ich suche schon. Herr Brahman dabei. Lange Zeit wieder. Suche nach einem Vater, der es schafft, zu tun, was meiner nicht konnte. Wow. Sich selbst zu opfern für seinen Sohn. Oh, ja, wer soll das sein? Oh, ich suchte und suchte und suchte. Alle versagen. Und dann. Das macht's jetzt besser. Weil dein Vater braucht. Und diese Morde? Nur um einen Vater zu finden, der seinen Sohn rettet? Nur für einen Vater? Haben Sie eine Ahnung, wie es sich anfühlt, für seinen Vater völlig wertlos zu sein? Warum hast du ermittelt? Mit der Mutter zu gemeinsam. Mit meinen Opfern. Warum? Warum haben wir alle Szenen mit ihm gespielt? Welchen Sinn hatten die Szenen mit ihm? Nur zu, sie können mich töten. Es ist mir egal.
Sie haben geschafft, was ich wollte. Welchen verfickten Sinn hatte sein? Tut ihn natürlich nicht. Ihr Spielchen ist jetzt endlich vorbei. Ich habe meinen Sohn. Sie haben keine Macht mehr über mich. Jetzt müssen Sie sich Ihren Albträumen allein stellen. Polizei anrufen und verhaften lassen. Will jetzt im Knast landen für was, was er getan hat, oder ruft er mal die Polizei an und zeigt ihm die Beweise, die er nicht hat. Warum haben wir alle Szenen mit ihm gespielt? Warum haben wir den Antagonisten gespielt? Warum hat der Antagonist gegen sich selbst ermittelt? Ich habe so viele Fragen. Was für einen Sinn macht diese Scheiße? Dad, geh nicht weg. Du musst die Tür aufkriegen, damit wir rauskommen. Lass mich nie wieder allein, Dad. Hörst du? Nie wieder. Ich verspreche es schon. Nie wieder. Und ich habe gesagt, es ist so, war so unlogisch. Ich habe das Gift trinken und Sean finden und den Fall lösen. Das war so unlogisch. Es hat geklappt. Oh wow, das ist die Polizei, die wird uns jetzt gefangen nehmen. Wir werden dafür gerade stehen, was er gemacht hat. Und du verpfeift uns der Detektiv noch und sagt dann: Ja, genau, jetzt nehmen sie ihn fest. Sag mal, vor ein paar Minuten ist der Detektiv da rausgekommen. Blake zu beschuldigen, wer genauer? Der ist doch Blake. Wie was? Er steht mit der erhobenen Arm da. Blake, lass ihn erschießen. Blake war jetzt doch der Täter oder was? Wir spielen. Hätten wir jetzt nur übernehmen müssen, mit ihm und den Dritten ist, mit dem FBI-Chief und dann Cheapos. Das ist zu lächerlich, um dramatisch zu sein. Mit großer Erleichterung teilte die Polizei heute Morgen mit, dass der vermisste Sean Maas lebend nach 4 Tagen aufgefunden wurde. Sean Maas wurde bei den alten Docks aufgegriffen, erschöpft und desorientiert. Man nimmt an, dass er seinem Entführer, dem Origami-Killer, entkommen ist. Die Ermittler konzentrieren sich nun darauf, den Jungen durch einen Kinderpsychologen befragen zu lassen. Man erhofft sich dadurch neue Informationen über den Origami-Killer. Die Polizei hat noch immer keinen Hinweis auf die Identität des Origami-Killers. Sie tappt weiter. Ja, weil der Origami-Killer-Polizist ist. Erreicht eben die Meldung, dass der Origami-Killer-Fall ein tragisches Ende genommen hat. Ethan Maas, Vater des entführten Jungen Bullshit. Und mutmaßlicher Origami-Killer, wurde bei einem Polizeieinsatz erschossen. Die näheren Umstände der Tragödie sind noch nicht bekannt. Jedoch wurden Captain Leighton Perry und Lieutenant Carter Blake vom Dienst suspendiert. Und erwarten eine interne Ermittlung. Er war nicht der Killer. Bullshit. Das ist ein richtig scheiß Ende.
beschissene Sendung. Komm schon. Das ist Seans Mutter. Wer war dann? Ich habe Fragen. Unendlich viele Fragen. Er ist auf fremdem Fuß. Er ist jetzt der Täter oder ist jetzt der Polizist der Täter oder ist er der Täter oder? Warum spielen wir sie jetzt nochmal? Was? Ich geb's auf. Madison Page wurde heute auf dem Friedhof Charity Cross beigesetzt. Ihr heldenhafter Tod im Entführungsfall Sean Mars hat landesweit einen tiefen Eindruck hinterlassen. Kollegen von der Presse erwiesen der mündigen Journalistin, die ihr Leben der Wahrheit suche opferte, die letzte Ehre. Brittany Sanders, ICN. Okay, Brittany, ist im Kasten. Na toll, bloß weg hier. Von der Gefühlsduselei kriege ich Hunger. Okay, Madison ist tot. Geht jetzt das Morden weiter, in oder? Tagen in einem gottverlassenen Kaff irgendwo hinter Washington. Gami Killer ist noch auf der Frau von Feiern. Ich will nicht drum rumkommen, daran teilzunehmen. Ich nicht. Jaden und ich kommen nicht so gut klar. Ist auf freiem Fuß. Kein Problem. Das Morgen geht also weiter. Tja, ich hab noch die Brille. Was wird damit? Tja, er braucht sie nicht mehr. Machen Sie, was Sie wollen. Ja, Beweise vernichten. Der Täter und zerstört jetzt die Beweise, oder? Was ist es? Was? Die wichtigste von den unendlichen Fragen, die ich jetzt habe, geht das Morden weiter? Und wer ist der Jarenkeller? Das ist die zweitwichtigste Frage. Eigentlich die wichtigste. Wird das aufgeklärt? I want to see them again. I'm a father too. Credits? Was? Es ist... Ich hab Fragen.
Er oder er. Detective oder der Cop. Ja, er ist auch nur eine Option, aber nein, er ist natürlich nicht. Und sollte er sein. Das ist nicht passiert. Das ist auch nicht passiert. Ich weiß nicht. Wer ist der Onkel? Wer ist der Origami-Killer? Ist es der Detective? Weil er. Das Ende, die letzte Szene hat sehr, sehr darauf hingedeutet, dass er es jetzt. Dass der Polizist das war. Und da hat der Detective ja Blödsinn erzählt. Wenn es der Polizist nicht gewesen ist, warum hat er dann den. Gut, weil er ihn verdächtigt hat und einfach zu stur war, was anderes zu sehen. Also ist es der Detective die ganze Zeit, der mit dem. Origami-Killer gewesen. Und warum? Wozu dann ein Viertel des Spiels? Wozu haben wir ein ganzes Viertel des Spiels gespielt? Und er der Mörder war und. Das macht absolut keinen Sinn. Das war auch alles, was Ethan getan hat, um zu. Das war sowieso umsonst. Ja, Ethan's war ja dann nicht. Ethan's Taten waren ja dann nicht umsonst, weil irgendwie hat das ja dann geschafft. Und die anderen hätten es ja nicht geschafft. Und wir hätten nur. Wir hätten also nur mit dem. Das Ganze hängt also dran, dass wir den. Wenn wir mit dem FBI-Typen rechtzeitig aufgehört hätten. Was wäre passiert, wenn wir den beschuldigt hätten, den Polizisten? Hätte man da rausgefunden, ob das irgendwas ist oder nicht. Und da wäre Ethan nicht erschossen worden. Auf jeden Fall. Diesem Ending. Ich verstehe das Ende nicht. Was haben wir hier für ein Ende? Warum? Es ist. Ich weiß es nicht. Danke fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, wie das war. Wie das ist. Ich verstehe es nicht. Das Spiel ist scheiße. Ist so unlogisch, so dumm. Noch einen tollen Tag trotzdem.
sterbt nicht im Regen. Haut drinnen. Bis damit. Ciao.